Mit den Wohnen 2.4 geht es weiter, heute mit dem dritten Teil und hier geht es um den Quad-Z-Antrieb. Bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Hallo und herzlich willkommen bei Homewerken, der YouTube-Kanal rund ums Thema Holz, Metall und Elektrotechnik. Mein Name ist Sebastian. Und heute geht es wieder um den Wron 2.4 und zwar ist das der dritte Teil. Den ersten Teil habe ich euch hier oben verlinkt und die Playlist auch. Guckt da mal rein, wenn ihr die Videos noch nicht gesehen habt. Heute geht es aber weiter mit dem Wron 2.4 und wir machen heute den Quad-Antrieb oder den Quad-Z-Antrieb. Den bauen wir zusammen und ja, eigentlich ist es nichts Besonderes. Haltet euch auf jeden Fall hundertprozentig an die Anleitung, legt euch die Teile zurecht und dann klappt das auch. Die Teile sind jetzt aus Alu. Eigentlich ist es nicht üblich, dass man Alu-Teile für den Wron nimmt. Üblich ist es, dass man ja so eine Bibliothek runterlädt und dann die ja, Dateien selber druckt, am besten aus ABS und dann damit den Wron zusammenbaut. Wenn ihr keinen Drucker habt, mit dem ihr ja zuverlässig ABS drucken könnt, ist das erstmal nicht schlimm. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, ja, an die gedruckten Teile zu kommen. Die habe ich euch unten ja mal verlinkt. Die Alu-Teile habe ich euch auch verlinkt. Achtet aber bei den Alu-Teilen darauf, oder ihr müsst bei den Alu-Teilen wissen, die sind nicht komplett. Ich sag mal, das sind einfach nur die wichtigsten mechanischen Teile, die das Alu-Set beinhalten. Genug gequatscht, jetzt bauen wir aber dran. Thank you.
Das müsst ihr jetzt viermal machen. Ich bin schon fertig. Und worauf ihr unbedingt achten solltet, ist hier, wenn ihr die beiden Riemenräder montiert, drückt die gegeneinander und zieht dann erst die Mahnschrauben an, weil so hat das absolut kein Spiel hier. Und ja, ihr könnt die beiden Baugruppen hier auf jeden Fall so zusammensetzen und mit den 6 Schrauben hier sichern. Bei den 3D-gedruckten Teilen ist die Passform relativ eng. Das heißt, wenn ihr es zusammendrückt, ist hier ja so ein ganz kleiner Spalt. Das geht aber weg, wenn ihr die Schrauben hier anzieht. Und dann sitzt es wirklich gut. Der Teil ist jetzt nicht original. Normalerweise sind da solche Gummi-Entkopplungsfüße. Ich habe bei meinem ersten Voronjahr Squashbälle genommen und habe damit wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich möchte es bei diesem einfach mal mit Tennisbällen ausprobieren, weil der Voronjahr ein bisschen, oder der 300er Voronjahr ein bisschen schwieriger ist oder ein bisschen schwerer ist. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Die Erweiterung oder Verbesserung mit den Squashbällen und die mit den Tennisbällen habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und die schraubt man hier einfach so dran. Hier sind ja 3 Schrauben. Da macht man ja normalerweise irgendwie so ein Plättchen drüber und dann kommt der Fuß drauf. Hier ist es ein bisschen einfacher. Einfach draufsetzen, dann hier mit die Schrauben so anziehen. Tennisball rein und fertig. Ja, das war es auch eigentlich vom dritten Teil. Weitere Teile folgen. Die Videoreihe, die soll auf gar keinen Fall ja so ein Ersatz für die originale Voron-Anleitung sein. Das Thema ist einfach viel zu komplex und man kann so viele Sachen anders machen und so viele andere Komponenten wählen, wie ich sie gewählt habe. Es soll wirklich als kleine Hilfestellung dienen. Und wenn ihr irgendwie eine bessere Idee habt oder irgendwelche anderen Komponenten, die besser sind oder mit denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Oder wir tauschen uns auf meinem Discord-Channel aus. Ich habe den unten in der Videobeschreibung verlinkt. Momentan sind wirklich einige dabei, die den Voron 2.4 bauen und auch, glaube ich, ein, zwei dabei, die den V0 bauen. Ich würde mich freuen, wenn du dazukommst. Und wenn euch das gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren, meinen Kanal abonnieren. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.